Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der WrestleMania Dream Matches und heute das Match AJ Styles gegen Daniel Bryan. Auch ein Match, was wahrscheinlich auch in der WWE nicht mehr möglich sein wird, da Daniel Bryan mittlerweile retired ist, General Managers und so weiter und so fort. Und da dieses Match nicht möglich sein wird, was natürlich ein geiles Szenario, was John schon mal angesprochen hat, wäre, wenn Daniel Bryan einfach zurückkehrt und gegen AJ Styles antritt. Das wäre natürlich sehr, sehr geil, aber wird natürlich nicht passieren. AJ Styles gegen Daniel Bryan, wie gesagt, für mich ein Dream-Match. Ich glaube, in den Independent-Ligen haben sie sich, glaube ich, so mal gegeneinander gewrestelt. Glaube ich zumindest, ich weiß es nicht, bin mir nicht ganz sicher. Deswegen werde ich darauf kein, wie sagt man so schön, eine Sicherheit drauf gehen, dass es dieses Match in den Indies gab. Da könnt ihr gerne das Wrestlepedia fragen oder selber mal nachgucken. Aber soweit ich weiß, gab es nicht. Bei WWE gab es definitiv nicht, weil AJ Styles, als er kam, hat Daniel Bryan quasi retired. Kann man im Prinzip sagen. Und ja, deswegen, es wäre für mich ein schönes Dream-Match. Kann auch um den Titel gehen, kann ein Main-Event da, also ein Main-Event sein von WrestleMania. Wäre ein Potenzial auf jeden Fall da. Und ja. So, los geht's mit dem Match. Auf jeden Fall zwei ehemalige World-Champions, kann man so viel sagen. Daniel Bryan hat ja den WWE-Titel beim SummerSlam 2013 gewonnen gegen John Cena. Bei Night of Champions 2013 gegen Randy Orton. Und natürlich den großen Moment bei WrestleMania 30, wo er dann erstmal Triple H im Opener besiegt hat von WrestleMania 30 und dann im Main Event Randy Orton und Batista, wo er letztendlich dann WWE World Champion wurde. Natürlich wurde er auch noch World Heavyweight Champion und zwar hat er gegen Big Show eingecashed bei TLC 2011, wo er natürlich auch noch Mr. Money in the Bank war. Natürlich hat auch Daniel Bryan weitere Erfolge gefeiert, wie zum Beispiel den Intercontinental Titel, sein letzter Titel in der WWE. Bei WrestleMania 31, bei Night of Champions 2012 hat er natürlich auch den WWE Tag Team Title gewonnen. Und ich glaube, bei Night of Champions 2010 hat er auch den US Title gewonnen gegen The Miz. Und ja, das sage ich alles aus dem Kopf. Das gucke ich nicht irgendwo nach. AJ Styles natürlich den WWE World Title bei Backlash 2016. Das ist natürlich ganz klar. Ich glaube, sonstige Erfolge hat Daniel Bryan nicht. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. AJ Styles, also natürlich, ich kann jetzt nicht die Erfolge sein, die er bei TNA gewonnen hat. Also ich glaube, bei No Surrender 2009 hat er den TNA World Title gewonnen. Bei Bound for Glory 2013 hat er, glaube ich, auch noch den TNA World Heavyweight Title gewonnen. Aber was er sonst dann gewonnen hat, weiß ich nicht. Er war natürlich NWA World Heavyweight Champion. Er war TNA World Champion natürlich. Er war Tag Team Champion. Er war X-Division Champion natürlich war er noch. TNA Legends Champion, glaube ich, war er noch. Oder Grand Slam. Also er hat etliche Titel gewonnen auf jeden Fall. Ja. Natürlich war er dann noch IWGP Heavyweight Champion. Er war Ring of Honor Tag Team Champion, PWG World Heavyweight Champion. Oder PWG Champion oder British World Champion war er auch noch. Also World Champion in Großbritannien war er auch noch. Also er hat einiges erreicht. So viel kann man sagen. Genauso wie Daniel Bryan. Der war natürlich ein ehemaliger Ring of Honor World Champion. Das kann man auch so viel dazu sagen. Also hat auch einiges erreicht. Zum Beispiel ein Titel, was AJ Styles nicht erreicht hat, den Ring of Honor World Title. Das kann man so viel schon mal sagen. Aber egal. Jetzt ist Daniel Bryan hier am Zug. Will natürlich dieses Match gewinnen. Oh, jetzt Styles, was zeigt er? Ja. Schöne Clothesline. Direkt mal gezeigt. Jetzt Jude wieder ein bisschen Styles. Will natürlich wieder ein bisschen die Lockerheit reinbringen. Hier in diesem Match. Was macht Styles jetzt? Oh. Ushigarushi. Jawohl. Geht durch. Ah. Jetzt die Kontrolle. Will er behalten. Ah, jetzt kommt wieder Bryan. Baut sich wieder Momentum auf. Er baut sich wieder Momentum auf. Das sieht man hier ganz klar. Irish Whip. Daniel Bryan. Irish Whip. Geht aus dem Weg. Und AJ Styles. Ah, will die Closer zeigen. Aber Bryan zeigt die Close. Nein. Sehr schön gemacht von Daniel Bryan. Was für eine Sequenz von Daniel Bryan. Er kommt wieder zurück. Jetzt sollen die Yes-Kicks kommen. Und er zeigt die Kicks. Und AJ Styles kann nichts machen. Einfach nur kassieren. Er kassiert die Kicks. Und jetzt den Kick an den Kopf. Kriegt er auch noch. Oh, oh, oh. Das sieht nicht gut aus für AJ Styles. Was macht Styles?
Oh, kommt jetzt der Yes Lock? Kommt jetzt der Yes Lock? Nein, kommt nicht. Styles kontert. Styles kontert. Aber Bryan kämpft nochmal dagegen. Aber nein! Ah, es kommt noch nicht der Styles Clash. Ich dachte, der Styles Clash kommt. Aber vielleicht zeigt er ihn gleich. Jetzt spielt AJ Styles ein bisschen mit Daniel Bryan. Das sollte er lieber nicht tun. Das sollte er nicht tun, weil das kann sehr schnell in die Hose gehen, wie jetzt hier in dem Fall. Und jetzt direkt schon das Cover, aber ich kann so viel schon sagen, er wird auskicken. Jawohl, er wird auskicken. Er wird rauskommen, das ist ganz klar. Aber Bryan bearbeitet AJ Styles weiterhin. Er will natürlich AJ Styles weiterhin schwächen. Damit er zum Beispiel den Phenomenal Forearm nicht richtig zeigen, damit er den Styles gleich nicht richtig zeigen kann. Was zeigt Bryan jetzt? Boah, wunderschöner Dropkick hier. Und jetzt setzt er direkt nach. Was kommt nun von Bryan? Kommt vielleicht nochmal ein Yes-Kick? Ja, er kommt mit den Yes-Kicks. Er zeigt nochmal die Sequenz, nochmal die Kicks. Was macht ein AJ Styles dagegen? Momentan macht er nichts dagegen. Er kassiert einfach nur. Oh, jetzt will er noch was zeigen, aber Styles wehrt sich. Jetzt wollte Styles wahrscheinlich den Styles gleich vielleicht zeigen, aber das geht auch nicht durch. Ja. Oh, gegen die Seil noch hat Styles das noch kassiert. Eieiei, kommt das jetzt one, two? Aber nein, Styles kickt noch aus. Styles kickt noch aus. Eieiei. Also, dieses Match ist schon sehr, sehr spektakulär. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Was kommt nun von Bryan? Oh, er fordert AJ Styles auf, aufzustehen. Das macht AJ Styles auch unbewusst. Kassiert nochmal einen Dropkick. Jetzt jubelt Daniel Bryan ein bisschen. Will nochmal ein bisschen posieren für die Fans. Aber das sollte er nicht tun. Denn das kann auch schnell in die Hose gehen. Jetzt soll nochmal der Yes Lock kommen. Und der Yes Lock kommt. Und der Yes Lock kommt. Tappt AJ Styles. Tappt AJ Styles. Nein. AJ Styles kommt raus. AJ Styles kommt raus. Jetzt kommt der DDT. Nein, der DDT kommt nicht. Kommt jetzt vielleicht der Styles gleich? Nein, der Styles gleich kommt nicht. Bryan wehrt sich dagegen. Bryan wehrt sich nochmal dagegen. Mit einem schönen Uppercut. Also dieses Match ist schon sehr, sehr spannend. Oh, AJ Styles kontert wieder. German Suplex. German Suplex kommt. Der German Suplex kommt von AJ Styles. Jetzt will Styles aber was zeigen, aber Bryan kontert wieder. Beschäftigt ein bisschen den Arm. Jetzt kommt noch was von Styles. Direkt auch eine Pin-Kombo. One. Two. Nein, AJ Styles kommt wieder raus. Jetzt kommt noch ein Elbow-Drop von Daniel Bryan. Ah, Daniel Bryan bearbeitet auf jeden Fall AJ Styles sehr, sehr gut. Jetzt wieder nie gegen den Rücken von Styles. Oh, jetzt noch was. Oh, oh. Snap-Suplex von AJ Styles. Und jetzt jubelt wieder AJ Styles ein bisschen. Aber das soll der einfach nicht tun. Der darf einfach Bryan nicht unterschätzen. Jetzt kommt wieder der Phenomenal Forearm. Und jetzt die Frage natürlich, ob er danach auch den Pin ansetzt. Das hat er in der Vergangenheit nicht getan. Tut er das? Nee. Das braucht keine Rolle zu spielen, weil er den Phenomenal Forearm nicht hingekriegt hat. Weil Bryan ausgewichen ist. Bryan ist aus dem Phenomenal Forearm ausgewichen. Jetzt zeigt er nochmal eine schöne Aktion gegen AJ Styles. Jetzt zeigt er nochmal einen Tritt gegen den Rücken von Styles. Jetzt nochmal das Cover. One, two. Aber Styles kickt nochmal aus. Was kann Bryan noch zeigen? Was kann Bryan noch zeigen? Momentan gar nichts. Styles wehrt sich. Styles wehrt sich. Und er zeigt nochmal eine Ushigarushi. Und was macht... Oh, Styles geht direkt schon in den Pin rein. One, two. Nein. Styles kann den Sieg noch nicht einfahren. Er kann es selber nicht glauben. Er kann es selber nicht glauben. Was macht Styles? Jetzt zeigt er nochmal vielleicht den Ansatz zum Phenomenal Form. Er macht den Ansatz. Er zeigt den. Er will ihn zeigen. Er will ihn zeigen. Und er zeigt ihn auch. Er zeigt ihn auch. Picture Perfect Phenomenal Form. Und er zeigt diesmal den Pin. Er zeigt diesmal den Pin. One. Two. Nein! Er wäre fast bei der 3 gewesen, aber Bryan kickt nochmal aus.
Was macht AJ Styles? AJ Styles reagiert drauf. AJ Styles will nochmal den Phenomenal Forearm zeigen. Und er zeigt ihn nochmal. A Picture Perfect Phenomenal Forearm. Und nochmal der Pin. 1, 2, 3. AJ Styles besiegt Danny Ryan, weil er endlich nach dem Phenomenal Forearm den Pin angesetzt hat, was ihn die letzten Matches gekostet haben. Diesmal konnte er den Sieg einfahren. Ja. Genau. So viel zu diesem Match. Daniel Bryan besiegt nicht AJ Styles. AJ Styles gewinnt. Wie gesagt, das wäre für mich ein Dream Match. Natürlich, wie gesagt, das Match wird nicht möglich sein, aber wäre auf jeden Fall schön, wenn es umgesetzt werden würde. Und ja, schreibt auch mal gerne in die Kommentare und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.